Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 20. April. Mein Name ist Carlos Martins. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns heute jetzt auf unseren DAX Trade vor. Live am 20.04.2022. Und wie jeden Morgen messen wir einmal von dem Eröffnungstrade bis hin zu dem Tief. Wir sind bei 67 Punkte. Das heißt, wir bleiben heute Morgen nach wie vor bei der 20er Box. Und zweitens, dass wir erst ab 9 Uhr in den Ring mit steigen. Wir haben heute kein Gap. Wir haben eine Big Number bei 14.200. 14.156 ist der Daily Pivot. Warten wir bis 9 Uhr hier sehr schön ab. Gucken einmal auf die Blue Boxen von gestern. Es gab hier eine 24er um 18 Uhr, aber das. Die Primetime sind diese gewesen hier, 25, 26, 23 im ersten und dann im zweiten in den Gewinn gelaufen. Die sind zu groß gewesen und hier der Klassiker, eine 27er und die ist dann, ihr seht es hier, sauber in den Gewinn gelaufen. Wo kommen die Wohlerboxen rein? Auch das schauen wir uns einmal an. Volabox kommt rein bei 14.193, also um und bei diesem Level. Da starten wir auch dann direkt dann bei der Markteröffnung mit ein. Und dann gehen wir in die morgendliche Wettervoraussage und gucken uns das mal an, wie die Märkte aktuell tendieren. Fangen an wie immer mit Bitcoin. Zickzack-Linie. So, Daily sind wir noch Short, 4 Stunde Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Bei den Kryptos, nächster Markt ist der Dow Jones. Daily Long, 4 Stunde Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short, aber übergeordnet Long. S&P 500, Daily Long, 4 Stunde Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Technologiebörse Nasdaq, Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten Short. Öl. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch wieder Long. Gold, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und der letzte ist der DAX. Daily Short, 4 Stunden Short, 30 Stunde Long. 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Das heißt, wir warten hier. Dann geht's los. Konzentrieren uns mal auf die linken Bildrand mit der Wohlerbox. Hier, 3, 2 und los geht's. So. Direkt die Wohlerbox im ersten Trade short. Daily Pivot bei 56. Sehen wir 20 Punkten.
So, jetzt müssen wir noch einen Schub nach unten machen. Und raus. Eröffnungstrade vorbei. Und wir sehen hier unten gleich 005. 005. Und wir gehen auf eine 15er Box. Das ist eine 18er Box hier. Die unten ist bei 14,29 zu 14,11. Das wäre dann Hedge-Auflösungstrade bzw. etwas größere Box. Ich verabschiede mich bei unser Videotagebuch. Ja, erster Trade mit der 20er Box in den Gewinn gelaufen. Wir hören uns morgen. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter. Bis morgen. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.